Wir sind heute aus Kiel kommen mit der AIDA wieder in Bergen in Norwegen im Hafen eingelaufen. Die Überfahrt war sprichwörtlich oder im wahrsten Sinn des Wortes sehr bewegend. Dazu habe ich ein paar Bilder für euch und jetzt freuen wir uns auf die schöne Stadt Bergen. Etwas stürmisch geworden. Wir haben seit dem Nachmittag ziemlich hohen Wellengang und Sturm. Ich würde sagen Sturm so bis zu 80, 90, vielleicht auch mehr km/h Spitzen. Alle stehen hier rum und haben richtig Spaß da an den Wellen. Schau mal. Und habt Spaß? Ja. Hallo! Weiß irgendjemand, wie hoch die Wellen sind? Hat er was gesagt? Er hat heute Mittag, glaube ich, oder heute Morgen angekündigt 4 Meter, aber es sind bestimmt mehr. Ich glaube auch. Also das Doppelte. Ist auch, gell? Windstärke 10. Windstärke 10 haben wir schon? Ja, Windstärke 10. Also da stand 10 Viewport. Oh, okay. Was immer das heißen mag. Ja. In Österreich habe ich überhaupt keine Ahnung. Also es sind alle fröhlich und glücklich da, solange man heraus ist und oben. Solange man isst, in meiner Kabine, da schwappt so an dieses Bullauge das Wasser ran. Also ich glaube auch, also 8 Meter haben wir schon gehabt an Wellen und 10 klingt auch gut. Was ist das, 80 km/h oder sowas? Naja, wir sind am Schiff, wir sind in der Natur, so ist das Leben. Wir haben gerade festgestellt, für die Frisur ist es nur von Vorteil. Also ich sehe immer besser aus, je länger ich hier draußen stehe. Ein wenig Sturm auf der AIDA Vita. Auf dem Weg Richtung Bergen in Norwegen. Bergen in Norwegen, die Stadt zwischen den 7 Bergen. 1070 wurde sie zum ersten Mal besiedelt, also fast 1000 Jahre leben hier Menschen. Im 14. Jahrhundert sind viele deutsche Hansehändler nach Bergen gekommen, haben die Stadt quasi übernommen. Und das Hansezentrum von damals ist heute noch eine der größten Sehenswürdigkeiten. Das sind jene Gebäude, in denen die Handelsgüter entladen wurden am Hafen und beladen wurden. Da gibt es hier auch natürlich einen großartigen Fischmarkt. Circa 200 Jahre später, also im 15. 16. Jahrhundert, sind die Deutschen wieder abgehauen. Und die Norweger sind zurückgekommen, es blieb ein Handelszentrum und wurde darüber hinaus noch ein großes Kulturzentrum und ist heute eine der kulturreichsten Städte Norwegens. Ich bin jetzt das zweite Mal da, ich habe Glück, es ist das zweite Mal Sonne, was überraschend ist, denn die Stadt hat bis zu 160 Regentage im Jahr. Und dann ist es noch der Hafen, bei dem alle Kreuzfahrtschiffe einlaufen, wenn es Richtung große Fjorde in Norwegen geht. Das ist quasi das Einfallstor in die Fjorde, so wie wir das jetzt auch machen, weil wir werden die nächsten Tage auch durch die Fjorde fahren. Es ist wunderschön, es ist sehenswert, ein paar Eindrücke habe ich für euch festgehalten.